Hi, dear all Espresso TV Watchers. Machen wir auf Deutsch oder ja, für die Deutschen, oder? Ja. Machen wir jetzt einfach mal auf Deutsch. Hier haben wir jetzt, wir sind am Stand von Elektra, das ist Filippo. Und wir wollen jetzt mal gucken, was an der Nino-Mühle neu ist. Okay. Ja, guten Tag. Entschuldigung erstmal für mein witzigen Deutsch. Versuche mein Bestes zu tun. Ja? Okay, kein Problem. Okay. Also hier in die Nino-Mühle, wir haben eine Neuigkeit, dass wir können die manuelle Dosierung machen. Also vorher könnte man nur mit Zeit die beiden Tasten einstellen. Und jetzt, wir machen die Maschine aus, beide Tasten drücken und dann wieder anmachen. Man, nach 5 Sekunden du kannst die Sprache einstellen. Jetzt machen wir Englisch. Und hier den Profil. Also Semi-Auto heißt, dass du diese manuelle Dosierung machst. Sonst Automatik. Dann durch den Mikroswitch, du kannst vorher die Tasten auswählen und dann malen. Okay. Und dann Keyboard. Also du malst, wann du die Taste tust. Okay. Jetzt machen wir die Semi-Automatik-Modalität. Ja. Mit beiden Tasten Enter drücken und bestätigen. Und jetzt mach mal das, wie du willst. Also solange ich dran drücke, malt die Mühle und wenn ich aufhöre, hört sie auf. So. Genau. Cool. Ja, ist ein kleines bisschen zu viel, kann man dann jetzt hier abstreichen. So. Wo haben wir hier den Temper? Den haben wir natürlich hier. Auch, ja. So. Auch den Temper ist neu. Was ist daran neu? Also ich erkenne jetzt, der Kopf ist anders, das Oberteil. Genau. Den Oberteil jetzt ist ein Edelstahl, vorher war ein Plastik. Ja. Und wir haben auch ein neues Rädchen hier im Hintergrund, um die Maldistanz, wie heißt das? Den Abstand der Malscheiben. Ja, genau, blockieren. Okay, dass das also arretiert wird. Genau. Okay, cool. Jetzt probieren wir doch mal aus, ob da auch Kaffee rauskommt. Wie vielleicht ist ein bisschen zu viel Kaffee. Weißt du? Ja, aber sehen wir dann. Wie mache ich hier das Flushing? Also, hier? Flushing, ja, gibt es auch die grüne Taste. Die grüne Taste ist Automatik. Ja. Flush und dann nach 3 Sekunden die Maschine. Okay, ja. Und die hier, die Taste, kann man die nehmen? Oder? Ja, natürlich. Mach mal so. So. War nur Wasser drin. Ja, ist zu viel drin. Zu viel Kaffeemehl, das merke ich daran, dass es gar nicht einspannen lässt. Ja, noch mal kurz flaschen, genau. Damit das Zeug rauskommt. Genau. Zap, jetzt passt es rein und jetzt machen wir einfach mal hier und gucken, was passiert. Vielleicht jetzt war ein bisschen zu wenig, aber. Ja, jetzt ist zu wenig, aber es ist ja nur das Prinzip. Genau. Wir wollten ja nur kurz die Mühle mal zeigen. Genau. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Haha.